Unsere LTE-Testmessungen zeigen lediglich, dass LTE und 4G in diesen Ortschaften bzw. Gemeinden verfügbar sind. Die erreichten Werte sind nicht die maximal erreichbaren Werte. Bitte besuchen Sie unsere Webseite www.ltemesswagen.de und erkundigen Sie sich dort über einen Partner vor Ort. Die maximal erreichbaren Geschwindigkeiten sind von mehreren Faktoren abhängig, wie zum Beispiel Antennenausrichtung und der Höhe der Antennen, was wir bei unseren Testmessungen in der Regel nicht beachten können. Bestellen Sie doch einfach eine persönliche LTE-Messung bei Ihnen zu Hause. Wir kommen zu Ihnen und zeigen Ihnen, wie schnell und einfach alles sein kann. Hallo und willkommen auf ltmesswagen.de. Hier ist die Anleitung zum Vertragsabschluss für eine DSL-Leitung über LTE zur Testphase. Ist dann nur an die gerichtet, wo wir zuvor eine Verfügbarkeitsprüfung gemacht haben und sagen, hier könnte LTE gehen, obwohl LTE laut Netzkarte nicht geht. Bitte nicht jeder einfach einen Vertrag ausfüllen und diese Testphase in Anspruch nehmen, ohne vorige Zustimmung von uns. Daher bitte zuerst per E-Mail eure Daten angeben, Adresse, Straße, Postleitzahl, dass wir überprüfen können, ob eventuell LTE möglich ist. Wenn ja, dann gilt diese Anleitung hier. Dann auf ltmesswagen.de. Vodafone Shop im Schlägerland 4G DSL. Dann hier auf den Button LTE 4G DSL. Ganz rechts ist dann LTE 4G Antrag. Dann diesen Antrag hier raussuchen, LTE Vertrag Internet. Bitte nicht Internet und Telefon, diesen Vertrag Internet. Hier die ganzen Daten ausfüllen. Hier steht es dann auch nochmal drin, einmaliges Rücktrittsrecht innerhalb von 30 Tagen. Einzigste, was euch das dann kostet, das ist diese einmalige Anschlussgebühr von 24,99, Entschuldigung, diese werden nicht erstattet. So, diesen Vertrag hier komplett ausfüllen. Mit der Einzugsermächtigung, Beratungseinwilligung braucht ihr nicht ausfüllen. Datum, Unterschrift, diese zwei Nummern hier unten bitte stehen lassen, nicht ändern. Das Ganze dann per Post zu uns, Vodafone Shop im Schlägerland, Talstraße 3, 89584 Ehingen. Mit Ausweiskopie und Kopie von der EC-Karte von diesem Konto, wo diese Einzugsermächtigung dann gültig ist. Vorab könnt ihr es natürlich auch per E-Mail eingescannt uns zuschicken oder per Fax. So, vielen Dank fürs Zuschauen.